Eröffnung des 532. Grünberger Gallusmarktes. Vom Rathaus Erker herab, mit dem Blick auf den von unzähligen Laternen erleuchteten Marktplatz, gab Oberbürgermeister Frank Ide die traditionellen Anweisungen. Zuvor zog man mit dem Laternenumzug, angeführt von der Feuerwehr Grünberg, durch die Stadt. Und schon wenig später waren Grünbergs Kneipen proppevoll. Farbenfroh illuminiert lockte auch der große Rummel viele Besucher an. Weit ragte der Starflyer Luxor über die umliegenden Gebäude heraus und bot den Fahrgästen einen wunderschönen Ausblick über Grünberg. Im Topspin kommen die etwas mutigeren Gäste auf ihre Kosten. Des Weiteren gab es noch ein Kinderkarussell, eine zweistöckige Kinderachterbahn, eine Berg- und Talbahn sowie den Autoscooter. Schokofrüchte, gebrannte Mandeln und Popcorn lockten mit ihrem Duft die Besucher zu den Süßwarenbuden. Im angrenzenden Festzelt gibt es jeden Tag ein tolles Programm. Damit alle Gäste sicher zum Festgelände und wieder nach Hause kommen, wurden Buslinien eingerichtet, die die Grünberger Stadtteile und die angrenzenden Ortschaften abdeckten. Der Gallusmarkt endet am Sonntag, den 21. Oktober.